Der Vlogger mit dem Zweier, wann kommt eigentlich dein Vlog, Forehead? Du hast doch vor Monaten deine Kamera mit ins Auto genommen. Ich hatte auch Aufnahmen. Ich weiß gar nicht, habe ich die gelöscht? Hier habe ich die Aufnahmen noch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gefilmt habe, Digga. Das ist die Definition für mich von dem romantischen Dinner, Digga. Darf auch keiner sehen, Ach, die können ja auch mal am Arsch lecken. Ja, da habe ich so ein bisschen aufgenommen, da habe ich euch noch, aber ich habe das nie weiter gefilmt. Ich weiß nicht warum. Was ist das? Was soll ich euch sagen, ey? Ja. Machst du Pläne für Urlaub? Wie viel Urlaub? Vielleicht können wir. Füße liegt von Agatha. Das war eigentlich nur für mich alleine bestimmt, das Video. So, ein bisschen synchronisieren. Du hast Urlaub erst gehabt. Wann? Du, jeden Tag ist Urlaub Arbeit bei mir. Ja, das ist ja entspannte Arbeit. Ja, aber kein Urlaub. Ja, wir reden in Ruhe. So. Ja, weil ich möchte meine Mama sagen, ungefähr, weil ich brauche ein bisschen Hilfe bei meinem Bruder. Ja, also ich bin hier, so, hallo. Okay. So. Digga, da hat der Schlaganfall wieder reingekickt. Brauchst du ein bisschen Hilfe bei meinem Bruder? Ja, also ich bin hier, so, hallo. Okay. So, Dulli, Digga. Und hier habe ich mir meinen neuen Stör geholt. Warte mal. Komm. So, also, solltet ihr zufälligerweise einen Teich haben, Gartencenter Hing, Ecke Rasefeld, Beste. Eigentlich will ich gar nichts kaufen, aber ich will nur mal ein bisschen chillen. Eigentlich, Digga, jetzt wo ich es gerade gucke, habe ich auch voll Dings. Gerade voll den Flashback, so Vlog-technisch. Komm, Kaido, hier sind riesen Oschis. Geile Riesenkois. So. Boah. Wann war das? Boah, das ist schon echt ein Augenblick her. Das muss irgendwann im Sommer gewesen sein, warte mal. 16. Juli 2022. Digga. Guckt euch mal die Riesenoschis an, Alter. So schöne Tierchen. Na, Jungs. So, warte mal. Ich mach da ein bisschen Futter rein, das ist in Ordnung. Ich kenne den Chef hier. So. Ja. Das sind so riesen Oschis, Digga. So, echt schon riesen Oschis, ne? Also jetzt, wo ich das so gerade sehe, denke ich mir, wieso habe ich das nicht hochgeladen, ne? Das hier für mich einer der perfektesten Teiche, die ich kenne. Verschiedene Ebenen von den Flächen her. Danach dazu eine schöne Gartenhütte. Ja, damals bei mir, den Teich, den mein Kollege gemacht hat, Basti. Bin ich böse gemeint, Basti, falls du es hörst, das ist alles okay geworden, mehr aber auch nicht. Das ist hier, Digga, stell dir einfach vor, hier eine schöne Shisha. Also ich sag ehrlich, der Kollege Hink, mein Kollege da, das Ding, klar, das Wasser ist jetzt dreckig, das ist dem egal, das ist ja nur so ausstellungsmäßig. Das ist wirklich so für mich der absolute Traum, Digga. Eine Gartenhütte, zwei Stühle, hier die Feuerstelle und da in der Sommerzeit sich hinsetzen. Einen Kollegen mit einer süßen, weißt du, das fühle ich so 100% mit Kois drin und so. Das finde ich richtig geil, Digga. Das hat er echt schön gemacht. So, wo ist mein Hund schon wieder? Aber auch das hat er, finde ich, richtig geil gemacht mit den. Also mit. Warum nicht ändern? Naja, weil ich ja einen vernünftigen Teich habe, Digga. Und es am Ende des Tages auch eine Kostenfrage ist. Auch wenn ich gutes Geld verdiene. Es macht, also, weiß nicht, aktuell macht es keinen Sinn. Vielleicht irgendwann mal, aber
Jetzt aktuell nicht. Diesen Ebenen, wovon wo das Wasser kommt für die Pumpen, das ist echt. So, wo ist jetzt schon wieder der Hund? Hä? Wo ist denn der jetzt hingegangen, der Idiotensohn, Mann? Oh, nee, ne? Sag mal, geht's noch, oder was? Der Tipp ist wirklich wie ein großes Baby im Sandkasten. Erstmal hinpissen. So, und dann hatten wir hier, was war das? So. Hier auch sehr interessant jetzt. So, das ist der neue Kollege für meinen Teich. Was zeichnet den jetzt so besonders aus, dass der 600 Scheine vertritt? Seine Sprungkraft, oder was? Und seine Sprungkraft, genau. Also die Farbe ist schon richtig toll geworden. Ne? Gut abgezeichnet. Super Shiro Utsuri. Was? So heißt der, ein Shiro Utsuri. Ja, okay, ja, dann fange ich mal ein. Der ist ein wilder Oschi. Kann ich was sagst du? Der perfekt. Ist auch mit, ne? Ja, ja. Den habe ich mir da geholt, der ist auch immer noch in meinem Becken drin, also in meinem Teich. Ich habe halt einfach mal gefragt, was den so auszeichnet, Digga. Ne? Sieht das aus, dass der 600 Scheine vertritt? Digga, wie der fast rausgeschwungen ist. Seine Sprungkraft, oder was? Und seine Sprungkraft. 600 Flocken, Digga. Für mich ist so ein Ausdruck nicht nur kaufen, 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 sondern auch einfach Entspannung, Digga. Für mich ist das Entspannung pur, Digga. Hier sind auch echt viele Dings unterwegs. Grillmücken. Oh, Mensch. Ach, Digga. Ja, das waren so die Sachen, die ich aufgenommen hatte für euch eigentlich, ne? Ich weiß aber nicht, ob hier irgendwo was ist, was man nicht zeigen sollte. Hallo, mein Schatzi. Ui, 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 ui. So. Oh mein Gott, Digga, wie ich diese Zeit einfach vermisse, wo man sich einfach in den Garten setzen konnte, ey. Reinziehen. Ja. Spannend, Mann. Dinkel. Wieder so wenig Gurke, Digga. Also wirklich, das ist illegal. Ein Stück Gurke auf dem Brot sollte wirklich vom Gesetz illegalisiert werden. Lächerlich. Oh ja, Digga. Neue Folge. Bruder, perfekt. Fokus ist da. Neue Folge. Better Call Saul. Digga, geht's noch oder was? Hä? Geht's noch? Was ist? Okay, gefällt dir die neue Folge nicht oder was? Digga! Was? Digga, da ist doch gar nichts, Alter. Du spinnst. Das ist ein Strand. Hallo. Der Hund hat einen Schaden, Digga. Ja, das hatte ich, hier um die Frage. Das hatte ich gefilmt hier für einen Vlog. Aber hab's nie in Schnitt gegeben. Oha. Was hab ich denn da gefilmt, Digga? Achso, da wollte ich so meine Abendroutine filmen, genau. Keine Ahnung, warum man das gefilmt hat, Digga.
was ich für ein Quatsch. Mhm. Stärkchen immer wichtig. Ah. Ist eventuell ein wenig eskaliert. Digga. Ist mittlerweile noch viel mehr, Digga, muss ich gestehen, leider Gottes. Ich glaube, dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und Kylo hat zu süß auf mich gewartet. So. Thema eskalieren. Oh. Ja, hier habe ich das nochmal richtig gefilmt. Thema eskalieren, Digga. Ich weiß auch nicht, wie es so weit kommen konnte. Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es wirklich selber nicht. Die Ecke ist noch viel schlimmer. Das sind alles T-Shirts, Digga. Naja, also sehen wir es positiv, da ist noch ein bisschen Platz. Der jetzt auch komplett zu ist. Ja, die Sachen, das hab ich halt mal so für euch gefilmt gehabt, ne? Aber ich hab's halt, wie gesagt, nie veröffentlicht, ich weiß nicht. Das Ding ist halt, man ist auch irgendwie mal froh, wenn man die Kamera nicht immer dabei hat und alles filmt. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach ein bisschen Zeit so in Anführungszeichen für sich hat. Wie viel Geld das ist an Klamotten, oder reden wir schon über, keine Ahnung, Digga. Also sechsstellig auf jeden Fall. Ja, die Frage ist halt, will man, also, weißt du, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, einen Vlog zu bringen, dann möchte ich nicht nur einen bringen, dann möchte ich auch mehr Content wiederbringen. Weißt du? Und das fühle ich aktuell nicht. Alleine aus dem Aspekt, dass es sowas wie Instagram-Stories gibt, weißt du?